Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Jurassic World Evolution. Wir haben in der letzten Folge noch einen weiteren Dino gezüchtet. Ihn hier. Einen Hyangosaurus. Hi. Ja, wir haben noch ein bisschen einiges an Platz. Wir könnten eigentlich noch mal ein paar Dinos wieder züchten. Oh, das ist fehlgeschlagen. Dann brüten wir aber noch mal einen aus. Oh, das wollte ich nicht. Ausbrüten wollte ich. Und dann machen wir auch noch mal wieder einen von den Dudes hier. Die sind nämlich, da ist uns letztens einer verstorben. So. Ja, wir wollten, wir haben uns in der letzten Folge ja, Isla de Muerta freigeschaltet und ich würde sagen, die gehen wir jetzt mal besuchen, ne? Schicken wir noch eine Expedition hier los. Könnten wir noch machen. So, die können schon mal losgehen. Während wir ihn hier freilassen. Hi. Forschung abgeschlossen. Ranger Treffsicherheit. So, dann können wir hier gleich noch eine neue Forschung in Auftrag geben. Machen wir hier mal Ranger Nachladetempo. So. Das hätten wir. Und da ist noch ein Dino frei. Den lassen wir auch gerade. Nicht Dino frei, ein Dino fertig. Ihn lassen wir frei. So rum. Dann sind die jetzt nämlich auch zu zweit unterwegs. Und das ist ja mal kein Fehler, ne? Nö, nö, genau. Ist kein Fehler. So. Strom haben wir genug. Ja, ich würde sagen, wir wechseln die Insel. Kontrollraum. Isla Nublar wird mit 4 Sternen freigeschaltet. Wie kommen wir jetzt auf die andere Insel? Da. Sie ist freigeschaltet. Isla Nublar. Ach, das ist die da. Okay. Ja, wir gehen jetzt mal hier hin. Schauen uns mal an, was wir hier machen müssen. Auf Isla Muerta ist es gefährlicher, eine erfolgreiche Anlage zu betreiben. Obwohl man vom Strand aus immer wieder schöne Sonnenuntergänge beobachten kann, wird die Insel häufig von heftigen Stürmen heimgesucht. Dann würde ich sagen, auf geht's. So, zur Insel. 0 von 3 Missionen abgeschlossen. Also man kann jetzt ja immer zwischen den Inseln hin und her switchen. Von daher ist das ganz gut. Ah. So gibt es auf dieser nächsten Insel, Isla Muerta, immer wieder kompliziertes Wetter. Sie wissen schon, Sturm, extreme Bedingungen, sowas in der Art. Ist das gut, wenn das da qualmt? Wie Sie sehen können, kann das Wetter hier etwas temperamentvoll sein. Beheben Sie zuerst die Schäden, die der Sturm verursacht hat. Sie sollten ein Ranger-Team verwenden, um den Park wieder betriebsbereit zu machen. Oh, und vergessen Sie nicht, die Schutzräume zu schließen, wenn es die Sicherheit erlaubt. Die Gäste wollen ja nicht ihr hart verdientes Geld für das Herumsitzen in unterirdischen Bunkern ausgeben. Das muss ein heftiger Sturm gewesen sein. Und das schlechte Wetter scheint häufig ein Vorbote für schlechtes Dinosaurierverhalten zu sein. Okay. Wenn Sie glauben, dass alles zusammenhängt, der sogenannte Schmetterlingseffekt, an den ich übrigens glaube,
dann kann schon die kleinste Veränderung zu randalierenden Dinosauriern führen. Und es gibt kein Schmetterlingsnetz, das sie aufhalten könnte. Reparieren. Oh, das sieht teuer aus. Sie sollten das bald reparieren. Ein Ranger-Team ist für solche Fälle ausgerüstet. Ja, danke. So, Fahrzeug lenken. So. Wird repariert. Wo haben wir denn noch Reparatur? Da hinten. Klare Wetterbedingungen bestätigt. Da geht's raus. Dort. Nicht gut, wenn das brennt. Hier ist nix. Tü-dü-dü-dü. Aber hier. Zaun reparieren. Da ist noch was. Zaun. Reparatur gemeldet. So, das war's, oder? Haben wir alles repariert? Dann können wir die... Bringen wir das Fahrzeug wieder hier hin. Dann schließen wir das. Ah, das ist das Umspannwerk. Hier muss man hin. Schutzraum schließen. So, hätten wir erledigt. Jetzt brauchen wir natürlich erstmal ein paar Dinos. Fangen wir gleich mal mit zwei von denen hier an. So, was haben wir denn eigentlich alles hier? Wir haben das die Beobachtungsgalerie. Wir haben das Kraftwerk, 16 ungenutzter Strom. Hier gibt es eine Sturmabwehrstation. Den Ankunftsort. Oh, ist ein schöner Strand hier, ne? Ist schon nett, die Insel. Müssen wir mal gucken, was wir da alles bebauen können. Sehen wir das hier auf der Karte? Ah ja, hier können wir bauen. Bis da vorne. Und hier hinten. Das sind so die Bereiche, die wir machen können. So, den lassen wir frei. Dann haben wir unsere ersten zwei Dinos. Oh, ich muss mal gucken, ob wir Futter haben. Ich glaube nämlich nicht. So, noch einer fertig. So, und Kollege Nummer 2. Können wir direkt ausbrüten. Dann machen wir noch 230, 170, 210. Dann machen wir nochmal zwei von denen hier. So. Futter, ne? Futter brauchen wir. Bodenfutterstation, die packen wir mal hier hin. Eine. Und eine machen wir mal hier noch hin. So.
Ja, und hier würde ich dann die anderen Dinos nochmal irgendwann hinmachen. Da brauchen wir dann die Lebendfutterstation. Und die andere würde ich auch noch verbauen. So. Also noch sind nicht so ganz viele Besucher da. Ist noch überschaubar, würde ich sagen, ne? Ah, da sind aber schon welche. Haben wir irgendein Forschungszentrum? Kein Forschungszentrum, kein Akku, nichts. Expeditionszentrum. Das können wir über Isla Dings eigentlich machen. Fossilienzentrum. Forschungszentrum. Die brauchen wir aber hier schon noch. Kann ich das hier oben mit hinbauen? Da können wir es mit hinmachen. So. Und Ranger-Station haben wir. Akkuzentrum brauchen wir, ne? 400. Aber die bieten halt gewisses Maß an Sicherheit. So. Ungenutzter Strom 6. Können wir hier ein Strom-Upgrade machen? Kaufen wir. So, dann sollte das stromtechnisch besser passen. Weg nicht verbunden, ja. Das ist ein Argument. Das passt. So. Den Weg haben wir auch. Jetzt haben wir nur kein Geld. Keine Knete. Den können wir freilassen. Sehr gut. Hi, Dude. So, gibt's schon mehr zu gucken. Wir können gleich mal Bilder machen. Das gibt wieder Geld. So, den zweiten lassen wir auch frei. Freilassen im Gange, ja. Mach mal. Sehr gut. Dann gehen wir mal Fotos machen. Fahrzeug lenken. Es war vielleicht nicht ganz so geschickt, die direkt vor das Tor zu bauen, oder? Die Futterstelle. So. Ah, 7000. Nicht gerade die ideale Position, aber geht. So. Passt. Dann haben wir wieder ein bisschen Geld verdient. Es reicht nicht unbedingt für weitere, doch einen Dino können wir auf jeden Fall noch. Die hier nämlich. Dafür haben wir genug Geld. So. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen Geld reinkriegen,
bevor wir hier groß was weitermachen können. Das war das, was ich sagen wollte. Können wir Forschung starten? Ach so, da ist Forschung. Ausfallsicherheit haben wir da ab Geld für. Hammer. So. Dinosaurier freilassen. Sehr schön. Die sind süß, die Kleinen, finde ich. Kann man als Haustier jetzt vielleicht nicht ganz ideal, aber... So. Man kann immer noch ein paar Probleme mehr lösen. Schauen Sie sich den Auftrag an. Okay, machen wir. Freilassen. Nein, es müssen so viele Menschen wie möglich diese Tiere persönlich erleben. Sie müssen verstehen, dass Dinosaurier wieder ein Teil der Welt sind. Genau. So. Wenn wir genug Knete haben, könnten wir... auch so ein Dino nochmal irgendwann leisten. Uns leisten. Halten Sie eine Besucherzahl von über 500. Was kostet denn so für Gäste? 250, 130, 170. Also Minimum 120. Gehen wir nochmal Fotos machen. Vielleicht kriegen wir hier noch ein paar Schicke. Tja, die Zeit läuft noch nicht, das heißt wir... Hahaha. Ja, gibt immerhin noch ein bisschen Geld. Ja, gibt auch nochmal Geld. Sehr schön. Hoppala. So einen kleinen Pflanzenfresser könnte man ja fast freilassen, oder? Aber ich glaube, selbst die können gefährlich werden. Wie viel Strom haben wir eigentlich? 4. 4 ist nicht viel. Forschung. Medizinische Behandlung. 125.000. Farnvergiftung. Wir müssen jetzt aber erstmal Gäste anlocken. Das heißt, wir brauchen Attraktionen für die Gäste. Ein Souvenirladen oder ein Kleiderladen. Kleiderladen ist billiger. Dann machen wir den... Bauen wir den hier ins Eck. So. Stromverbrauch 3. Einen haben wir noch. Okay, das heißt also vor dem nächsten... müssen wir... erstmal wieder Strom, also ein Kraftwerk bauen. Kostet, glaube ich, 750 oder so. Aber vielleicht können wir ja vorher noch ein bisschen Forschung betreiben. Da könnten wir nochmal so einen kleinen Dude machen. Ich glaube für alle anderen, was ist das? Haben wir noch kein Geld. Zu teuer, zu teuer, zu teuer. Der kostet, der geht. So.
Weg. Okay, Weg müssen wir hinmachen. So, dann machen wir doch hier Dino-Hut, Dino-Shirt. Und verkaufen das für 20. So. Personal, ja, haben wir. Dino kann freigelassen werden. Sehr schön. Machen wir gleich den nächsten. So. Da kommt er. Der kurze. Dann haben wir von denen jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 6 Stück, okay. Ist doch schon eine ganz nette Population. Ja, halten Sie die Gastanzahl über 400, über 300. Das ist noch nicht einmal gestartet. Von dem her. Ich sehe leider, ich weiß gar nicht, ob man hier irgendwo sehen kann, wie viele Gäste man hat. Vielleicht finde ich das dann nochmal irgendwann raus. Ich sage jedenfalls mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal mit dabei, wenn wir auf der Insel des Todes versuchen, hier weiterhin unseren Jurassic Park aufzubauen. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.